Hallo und toll, dass ihr alle heute hier seid. Erstmal herzlichen Dank an die Hanfparade und ihre Organisatoren, dass ich heute hier sprechen darf. Es ist für mich eine große Freude, auf der vermeintlich letzten Hanfparade in Zeiten der Prohibition in Deutschland zu sprechen. Aber ist sie wirklich vorbei, die Prohibition? Ich würde sagen, ja, nein. Noch immer werden über 500 Konsumenten jeden Tag verfolgt. Noch nichts hat sich wirklich geändert. Die sofortige Entkriminalisierung von Konsumenten ist direkt möglich. Noch immer sprechen wir nur über die Legalisierung für Erwachsene und nicht über die wichtigste Gruppe, junge Menschen und Jugendliche. Und das ist genau die Gruppe, die wir erreichen müssen, und zwar auf Augenhöhe. Kiffen ist nicht cool, es ist nicht cool zu kiffen. Mit dem erhobenen Zeigefinger werden wir sicher niemanden erreichen. Ich selbst habe in meiner Jugend gekifft. Ich kenne viele junge Menschen, die damals gekifft haben und es auch noch immer tun. Auch weil wir schon jung gelernt haben, dass es uns hilft. Ich hätte mir gewünscht, dass man nicht fragt, warum kiffst du, sondern was steckt dahinter? Bist du traurig? Fühlst du dich alleine, überfordert, einsam? Selbst die Vertreterin der Hauptstelle für Suchtfragen sagte bei der Anhörung von Cannabis aber sicher, wir müssen die Jugendlichen mitnehmen. Ich stimme ihr zu. Lieber sollten die jungen Menschen aus legalen Quellen versorgen, anstatt aus illegalen. Vielleicht mit Cannabis Light, ähnlich wie Alkohol. Es ist unsere Aufgabe als Eltern, unseren Kindern Drogenmündigkeit beizubringen, anstatt das Thema totzuschweigen. Drogenmündigkeit, was ist das? Die Entscheidung eines Einzelnen, sich für oder eben auch gegen den Konsum von Drogen zu entscheiden. Generation Sober, es wäre so schön. Es ist mehr und mehr so, aber auch immer noch ist es eine Utopie. Der Rausch liegt in unserer Natur. Der Rausch hat eine Funktion in unserer Gesellschaft. Er fördert nicht nur Erholung und Kreativität, sondern auch viele weitere Dinge. Wir müssen verstehen, es gibt einen Unterschied zwischen Drogengebrauch und Drogenmissbrauch. Für die, die ihn missbrauchen, müssen wir Hilfe bieten. Eine drogenfreie Gesellschaft ist einfach unrealistisch. Vielleicht sind wir in 1000 Jahren so weit. Aber ich denke, es sind auch keine 1000 Jahre und ist es überhaupt wünschenswert. Bis dahin geht es darum, Risiken zu minimieren. Wenn ich die ganze Diskussion, die gerade stattfindet, höre, bekomme ich das kalte Kotzen. Cannabis nur bis 15% an der Realität vorbei. Cannabis ab 25 Jahre, warum? Cannabis ausschließlich über Apotheken, absolute Katastrophe. Keine Edibles oder Vapes, na gut, dann backen sich die Leute halt super starke Brownies selbst oder sprengen sich mit BHO im Keller in die Luft, so gesehen, zum Beispiel bei Rapper Dr. Nav im Jahr 2019. Wir wissen, die höchste Nachfrage in Apotheken bei den Selbstzahlern liegt bei Hoch-THC-Blüten. Aktuell ist es immer noch die einzige Möglichkeit für die eigene Legalisierung. Es geht um Konsumkompetenzen. Mach weniger rein, wie wäre es mit einer ausgewogenen Sorte? Die Daten belegen, die konsumstärkste Gruppe liegt im Alter von 18 bis 25 Jahren. Besonders hier gilt Aufklärung über Verbote. Und versteht mich nicht falsch, ich finde durchaus, dass Cannabis am Markt, dass Apotheken am Markt partizipieren sollen. Aber eben nicht in ihrer Funktion als Apotheker, sondern mit den vielseitigen Kompetenzen, die sie über die letzten Jahre erlangt haben. Das Gleiche gilt auch für die über 170 Großhändler, die es inzwischen gibt und die alle auf einmal medizinisches Cannabis über Bord werfen, weil sie nun das große Geschäft wittern. Wir wiederholen gerade alle Fehler, die wir in Cannabis da gesehen haben. Dort wurde übrigens letztes Jahr mehr Cannabis vernichtet, als dass es verkauft wurde. Das ist doch verrückt. Es gibt noch viel zu tun und nicht nur für die Legalisierung. Auch der Hanf ist immer noch stark eingeschränkt und Bauern und CBD-Händler werden massiv verfolgt. Auch der Zugang von Patienten zu Cannabis als Medizin ist noch lange nicht gesichert und viele der Patienten sind im Streit mit der Krankenkasse vor dem Gericht und haben noch immer keine Kostenübernahme, obwohl sie schwer krank sind. Auch für diese Bereiche benötigen wir eine umfassende Neuregulierung und bessere Vorgaben und Standards. Wir benötigen eine sinnvolle, zeitgemäße und realistische Regulierung. Weil ich kann euch eins versprechen, ist es grau und nicht weiß, werden die Schlupflöcher genutzt. Wir haben in Deutschland viele tolle Menschen, die sich seit Jahren für die Regulierung von Cannabis eingesetzt haben. Damit meine ich nicht Lobbyisten wie mich, sondern die vielen Drogenexperten wie Gundula Barsch von der Hochschule Merseburg oder Bernd Werse aus Frankfurt oder Andreas Gantner vom Therapieladen. Aber auch die vielen Aktivisten wie Steffen Geier, Rollo, Georg Wurt vom Hanfverband, Dr. Franjo Grotenhermann vom IACM oder auch mein lieber Kollege Max Plehner, den ihr später hier auf der Bühne sehen könnt. Sie setzen sich seit Jahren für den Hanf ein. Viele Fragen sind noch offen. Ich hoffe, dass wir eine Legalisierung schaffen, die sozial und gerecht ist, die nicht nur wirtschaftliche Interessen berücksichtigt von den vielen Trittbrettfahrern, die jetzt auf den Zug ausspringen und die mit massiven Geldern von Investoren ausgestattet auf die Legalisierung geiern.
Das Schlimmste wäre, dass die Hürden so hoch sind, dass nur die, die es sich leisten können, am Markt profitieren und nicht jeder Mensch. Denn es geht um die Menschen. Am Ende verbrennen sie dann Millionen für profitorientierte Ideologien, wie die Heuschrecken und nicht für die Sache. This is not cannabis, this is insanity. In diesem Sinne, lasst uns das volle Potenzial von Hanf und Cannabis entfesseln, denn Hanf ist für alle da. Danke sehr. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Lisa. Fällt mir noch eine Sache ein. Checkt auf jeden Fall mal die Seite von der Lisa, Kraut Invest. Da sind sehr viele News und Nachrichten zum Thema Cannabis und es ist wirklich eine sehr gute Berichterstattung, die die Lisa da auf die Füße gestellt hat, zusammen mit einigen anderen Redakteuren. Und was die Lisa ja gesagt hat, uns ist ja auch allen aufgefallen, dass die Regulierung jetzt nicht unbedingt den Gang geht, den wir wollen. Und was mir dabei aber aufgefallen ist, jeder Fehler, der gemacht wird, wird damit bestraft, dass bei uns hier die Hemmungen fallen. Wer auf der Mary Jane war, der hat das sicher schon gesehen, ja? Da wurde hemmungslos die Prohibition einfach ignoriert. Und ich denke, der andere Weg, wenn die Politik halt so langsam ist und uns nichts anbietet, dann fallen halt immer mehr Hemmungen. Wie das aussieht, haben wir in Kanada gesehen, haben wir in Kalifornien gesehen, haben wir auf der letzten Mary Jane gesehen. Und dann ist das halt das Ende vom Lied, dass die Hemmungen fallen werden. Und wir sind heute fleißig dabei, hoffe ich, ja, dass wir denen heute schon mal zeigen, dass, wie hat der Steffen gesagt, Cannabis muss... Genau, Cannabis muss raus aus dem BTMG und solange das nicht passiert, werden die Hemmungen weiterfallen und wir machen weiter. Und